Ja, zu einem anständigen großen Preis, zu einem anständigen Rennen gehört natürlich auch ein anständiges Qualifying. Hier sind sie jetzt am Start, die Hauptdarsteller. Eine Wahnsinnsatmosphäre, das Qualifying. Da als erstes zu nennen natürlich Olli Pirelli mit seinem Ferrari. Olli, bist du heiß? Ich bin heiß. Wir haben seit Montag geredet, gelabert. Jetzt wird die Jugend dahin verwiesen, wo sie hingehört, und zwar in die Krabbelkiste. Das richtet sich an Per Eggers. Bitteschön. Direkt daneben der Perserker. Ja, sag, wie lange hast du an deinem Auto noch geschraubt? Das ist ganz naturbelassen und das ist einfach stark, breit und schwarz. Ich bitte die Kamera einmal kurz hier hinzugehen. Ja, HSV-Siegel auf der Hose, der HSV-Tabellenletzter, wenn das kein Omen ist, Olli Pipirelli. Nun kommen wir zu meinem ganz persönlichen Geheimfavoriten. Ja. Ladies first, ja normalerweise, heute Annette, mal last not least, die Radio-Rakete. Ich setze auf dich. Ja. Was hast du getan, um die beiden Kerle hier in die Tasche zu stecken? Hartes Bauchmuskel. Und ich kann euch sagen, zieht euch warm an. Ich habe die Annika schon bereitgelegt für eure Quetschung. Also, noch lachst du, Eggers. Worauf kommt es beim Start an, vom Qualifying? Okay, dann Feuer frei, würde ich sagen. Wir gehen in die Vollen. Das Qualifying kann gleich beginnen. Berker schleicht etwas müde von dann. Jetzt wollen wir aber noch mal was hören. Lass noch einen raus. Ist das vielleicht genau die richtige Position, Platz 2, um morgen noch mal so richtig anzugreifen? Ganz ruhig. Das Feld wird von hinten aufgerollt. Ich glaube, Olli Pipirelli hat ein bisschen an meinen Felgen rumgeschraubt. Aber hey, wenn er das braucht, morgen Platz 2, da habe ich die Mitte. Das wollte ich sowieso erreichen. Das ist nämlich die bessere Position. Also morgen gilt's, Freunde. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Und ich glaube, ihr werdet den Perserker morgen richtig zujubeln. Hast du mal geschaut? Da liegen deine Radkappen. Ja, die brauche ich ja nicht. Okay, gehen wir rüber zur Radio-Rakete. Ja. Bin ja immer ein Freund des offenen Wortes. Raketenmäßig war das heute noch nicht, oder? Nicht ganz, aber das war die pure Täuschung, um euch alle zu verwirren, wenn ich morgen an euch vorbeiheize. Das Gute ist, du hast die Entschlossenheit immer noch im Gesicht. Also aber das kann man wirklich so stehen lassen. Was glaubt ihr, was morgen in meinem Gesicht steht? Der Triumph! Aber heute muss man Pirelli mal ein Kompliment machen. Piep, piep, piep. Ja. Okay, dann freuen wir uns auf morgen, der große Showdown dann auf der Rampe. Da geht es spiralenartig nach unten. Das wird ein Highlight, das wird es nicht wiedergeben. Und das ist einmalig in der Geschichte dieses, was soll ich? Kinder. Mann!